Leipzig, auch bei uns hier in meinem afrikanischen Staat. Haben Sie schon irgendwann mal an die Fresse bekommen? Und wir werden weiter daran arbeiten, dass niemand allein auf sich gestellt bleibt. Für Blödheit, wie Sie da erzählen, ist schon einmal grenzenswert. Cannabis reicht ja nicht, sondern da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth. Über 50% der Politiker schwer Geisteskränze. Sie sind schwer narzisstisch. Dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt. Wir sollten Europa nicht den Laien überlassen. Egal, was das Szenario zum Schluss sein wird, wir werden diesmal sehr gut vorbereitet. Karl Lauterbach hat Medizin studiert, aber er ist kein Arzt. Moin moin und herzlich willkommen zu Nachgerichtet, 25.10.2022. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen duster, hinter mir scheint die Sonne, da kommt mein Licht nicht ganz so gegen an. Aber doch, so langsam wird es wieder besser, hinter uns sind dann die Wolken ein bisschen, typisch norddeutsches Wetter. Herrlich. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen angenehmen Montag noch. Wir sind jetzt schon im Dienstag. Auf geht's. Die Woche schreitet wieder voran und wir haben eine ganze Menge Nachrichten. 31 an der Zahl wieder. Es geht voran. Wie gesagt, ich tacker wieder nur ein bisschen durch, sonst wird das Ding hier zu lang. Und wir haben natürlich alle Links hier unter dem Video oder Telegram, Facebook, da sind sie nämlich schon. Da könnt ihr alles nochmal genauer nachlesen, wenn es euch interessiert. Weil darauf immer eingehen, ach, ist auf Dauer wirklich schwer, weil im Moment überschlagen sich die Nachrichten wieder ohne Ende. Und ich würde sie halt gerne so viel wie möglich hier halt reinsetzen. Und wie gesagt, wenn es euch interessiert, schaut euch die Links an, lest es euch durch und immer schön, wisst ihr, Kopf selber einschalten ist immer ganz, ganz wichtig. Ne? Lasst euch nicht immer so von der einen Seite so ein bisschen manipulieren, sag ich mal. Aber unsere Regierung ist ja eh die beste und ja, die Nachrichten sprechen die Wahrheit, wissen wir alles und von daher schauen wir doch mal rüber. Ja, plötzlich stoppte die Musik. Englands englischer Radiomoderator stirbt während Live-Sendung. Er ruhe in Frieden auf jeden Fall. Ganz 55 Jahre ist er alt geworden. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich lese davon eine ganze Menge. Wer plötzlich und unerwartet und so weiter. Ich könnte damit auch eine ganze Sendung schmücken. Also ohne Probleme, das muss aber jeder halt für sich selbst wissen und entscheiden, was er denn aus solchen Nachrichten macht. Deswegen ab und zu haue ich mal hier eine rein, aber im Groben und im Ganzen lasse ich es, weil, wie gesagt, damit kannst du hier eine ganze Sendung füllen. Ohne Probleme ist auch merkwürdig, dass es zurzeit so viele sind. Egal, aber es sind sowieso viele merkwürdige Sachen im Moment unterwegs. Kommen wir heute auf jeden Fall dazu. So, dann natürlich. Kosten schießen in die Höhe. Hannover rückhebt Preise an. Ja, drittgrößter Rückversicherer Hannover rückwill wegen hoher Großschäden und der hohen Inflation in Deutschland an der Preisschraube drehen. Tja, da geht's jetzt selbst den Versicherungen. Die knicken aus, die machen nicht mehr genug Gewinne, also wer darf zahlen? Selbstverständlich wir. Sehr schön. Pflegebevollmächtigter fordert Ende der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Ja, kommt aus der Richtung der SPD tatsächlich. Wundert es mich tatsächlich? Ja, nö. Finde ich aber gut von der Epoch Times, das Ganze könnt ihr euch so nochmal durchlesen. Sehr schön, was sie da fordert. So, er hier. Herzlich willkommen, der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach. Genau, der Vogel hatte ja gerade überall
so ein nettes Brieflein durch die Gegend geschickt. Alle Menschen über 60, sich die nächsten Pick-ups zu holen, hat er drauf eingeladen. Hat mal kurz 50 Millionen Euro gekostet, der Spaß. Ja, sehr schön. Will keiner haben irgendwie. Irgendwie ist die Impfbereitschaft nicht mehr ganz so hoch. Und da muss man natürlich mal einen Zettel losschicken und dazu nochmal einladen und dran erinnern. Wie gesagt, 50 Millionen hat der Spaß uns gekostet. Sehr schön. Oder auch nicht. Welzer, kritischer, minutenlanger Applaus für ukrainischen Friedenspreisträger. Ja, das kritisiert er so ein bisschen. Findet das nicht ganz so angemessen oder fand das nicht so angemessen. Der Soziologe Harald Wenzel fand er nicht ganz so schön. Ich persönlich auch nicht, aber ist meine persönliche Meinung. Die Welt hat es nochmal aufgenommen, könnt ihr euch nochmal gerne durchlesen. Wie gesagt, alle Links hier unter. Ja, deutscher Forscher. Coronaviren kommen zu 99,9% aus Labor. Nein, doch. Drei Forscher kommen zu der, haben eine Studie gemacht, haben sich das mal genauer angeguckt und haben gesagt, vielleicht kommt das SARS-CoV-Virus tatsächlich aus dem Labor. Berliner Zeitung, tatsächlich, sehr schön. So, Schäden an Unterseekabel verursacht weltweite Verbindungsprobleme. Ja, da ging es ein bisschen an die Glasfaserkabel. Waren das drei Glasfaserkabel, die wurden gekappt. Gab irgendwie leichte Probleme zwischen Europa, Asien und der USA. Konnte nicht mehr mit voller Bandbreite gechattet werden. Also, ja, da haben wir sie, unsere Sabotage. Ja. Es soll aber wieder behoben sein und von daher alles wieder gut. Das wird alle Leute freuen, die mit Heizöl heizen. Da sinkt gerade der Preis. 10 Cent pro 100 Liter, nee, 10 Euro je 100 Liter, also 10 Cent pro Liter, ist da nach unten gerauscht. Ja, ich habe gedacht, mal schöne Nachrichten, wenn ihr ein bisschen sicher durch den Winter gehen wollt und die Tanks noch nicht voll habt, also nochmal schnell kaufen. Auf geht's. 6 Milliarden Euro mehr. Pensionskosten für EU-Beamte explodieren. Ja. Yes. 32.000 Mitarbeiter betrifft das. Die kriegen mal ein bisschen mehr Knicken. 6,9%. Ach nee, das ist ja ihr Gehaltsplus. Kriegen sie ja auch noch, ne? 6,9%, mehr Kosten 18 Millionen. Ja, und die Leute, die da in Rente sind, die haben eine automatische Ansteigung ihrer Pension tatsächlich. Das wird der Inflation angeglichen. Ja, deswegen 6 Milliarden Euro mehr. Sehr schön von der Bild, könnt ihr euch auch durchlesen. Wie gesagt, hier unter alle Links. Oder da oben. Facebook, Telegram. Letzte Generation. NDR, Rundfunk, Kritiken verteidigt. Attacke auf Monet Gemälde. Ja, die feiern das irgendwie. NDR, Rundfunkträger und so, all sowas. Gibt es ganz viele Leute, die das irgendwie feiern, dass sie sich da festkleben und irgendwelche Gemälde versauen und sowas. Also normal kenne ich das so, wenn man sich ein Gemälde anguckt, das ist irgendwie immer hinter einer Glasscheibe. Die haben in den Rahmen, haben die eine Glasscheibe, den Gemälde passiert meistens nichts und von daher alles gut. Die sehen auch schon großartig aus. Das ist ja die letzte Attacke. Haben sie da ja ein bisschen Kartoffelbrei? Ich glaube, Kartoffelbrei gegengeschmissen. Egal, ist auch vollkommen uninteressant. Ja, hier kommen wir zu einer ganz abgefahrenen Geschichte. Das geht hier um BlackRock. BlackRock, auch ein sehr interessantes Unternehmen. Republikanische US-Bundesstaaten verzichten auf Dienst von BlackRock.
Diese Pläne stoßen insbesondere in der republikanischen US-Bundesstaaten auf Widerspruch. Widerspruch, ja genau, der sich nach und nach in Widerstand manifestiert. So geht es jetzt vielenjenigen US-Bundesstaaten dazu, über ihre bisherigen Finanzdienstleister BlackRock verwaltetes Geld dort abzuziehen. Ja, abgefahren, weil vorher hat BlackRock das irgendwie so ein bisschen gemacht oder seine Finger damit ins Spiel gehabt. Wird ihn jetzt irgendwie mal so ein bisschen entzogen. Wer BlackRock noch nicht gehört hat, kann sich da gerne mal ein bisschen informieren im Netz, was das für ein sehr nettes Unternehmen ist, was grundsätzlich überall die Finger mit im Spiel hat. Sehr schön auch. Ist traumhaft. Jetzt kommen wir zu einer ganz komischen Geschichte. Habe ich gestern oder vorgestern auch schon gesehen. Geht um Carrie Perry. Katy Perry, genau. Macht das jetzt? Macht er nicht? So, weil, achtet mal drauf, was, die hat gleich so einen Zucken da im Auge. Total abgefahren. Na, da, siehst du, da geht das runter. Und jetzt ist es, ob sie es wieder anschaltet. Geht noch nicht ganz. Sie versucht's. Hängt irgendwie. Abgefahren. So. Merkwürdige Geschichte. Kursiert gerade im Netz. Sehr abgefahren. Was es bedeutet? Ich halte mal die Hände hoch. Ich habe keine Ahnung. Es ist nur abgefahren, dass solche Dinge zurzeit irgendwie ganz viel mit sehr vielen Prominenten passiert. Also Verschwörungstheoretiker würden jetzt behaupten, da stimmt irgendwas mit der Elektronik da nicht bei denen. Ja, so viel mal dazu. Ich wollte das einfach nur mal reinzeigen, was hier so ein bisschen rumkursiert im Netz. Man muss ja auch mal ein bisschen was zum Lachen haben, ne? Sehr schön. Da muss ich auch begrinsen, Corona trifft den Nachrichtendienst. Gesamte Leitung des Bundesamtes für Verfassungsschutz infiziert. Ja. Ist aber noch hundertprozentig handlungsfähig. Sie haben das natürlich geübt und so weiter. Haben Vorkehrungen getroffen und sowas. Falls sowas mal passiert, ist nicht so schlimm. Aber schon witzig, dass die auf einmal alle krank sind. Ich wünsche angenehmen Verlauf von hier aus. Steht der Realität entgegen. Bund und Versorger sagen frühen Gaspreisbremse ab. Ja, da funktioniert das irgendwie noch nicht ganz so mit dieser Gaspreisbremse. Weil die Unternehmen sagen, nee, das ist gar nicht so schnell umsetzbar. Da sollen sie mal der Realität mal ein bisschen ins Auge fassen und von daher, wir schauen mal, was dabei rauskommt noch, ne? Läuft ja noch ein bisschen, das Ganze. EU warnt die Türkei nach Ankündigung von Gasexporten vor einer verstärkten Zusammenarbeit mit Russland. Natürlich, der Türkei ist es einfach mal vollkommen egal, was die russischen Sanktionen oder die europäischen Sanktionen gegen Russland angeht, weil Türkei ist ja nicht in der EU und die machen halt ihre eigenen Deals. Läuft auf jeden Fall auch in diese Richtung. Sehr schön. Da muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Verzögerung bei ersten LNG-Terminal in Lubmin. Ein Sprecher der Umweltministerium hat gegenüber der NDR bestätigt, dass die deutsche Regas beim staatlichen Umweltamt in Stralsund bisher nicht alle Papiere eingereicht hat, die für eine Genehmigung für den Flüssiggasterminal erforderlich sei. Ja, die haben zwar gesagt, sie haben nichts dagegen, aber sie brauchen halt die ganzen Papiere und dass die Genehmigung halt fertig gemacht werden kann. Bis jetzt noch nicht eingetroffen, ist wahrscheinlich dann doch nicht so eilig.
Oder wie soll man das verstehen? Hier mal ein schöner Lachs-Spartipp. Oh Gott, wo sind wir hingekommen? Egal. Lachsgarren in der Spülmaschine. Strom sparen mit Trick. Ja, kannst das ganze Ding einvakuumieren und ab mit in Geschirrspüler reinschmeißen. Nach ungefähr 35 Minuten oder 30, 35 Minuten ist der Lachs dann auch gar. Kann man auch mit in Alufolie reinpacken, funktioniert auch. Da nur ein kleiner Tipp, kein Geschirrspülmittel reinpacken. Glänzt nebenbei auch noch schön das Geschirr durch das Aluminium. Viel Spaß beim Kochen, sag ich mal, ne? Oh Mann, wir wollen, also ich meine, wir hier, doch, war doch richtig. Wir wollen, dass die Ukraine Teil Europäische Union wird. Ja, er hier. Scholz, der Hurensohn, alle, der Bastard. Genau, der Kaspar Kopp will den Wiederaufbau nach dem Krieg auf jeden Fall in der Ukraine nach vorne bringen, wollen sie tatkräftig unterstützen, soll noch mehr Geld hinfließen. Wir haben ja da so viel von. Die europäischen Mitglieder sollen auch alle mithelfen und so weiter. Fließt da nicht schon genug Kohle hin? Ich glaube ja. Aber egal. Kann man sich auch sehr schön durchlesen. Schönes Ding von der Welt. So, jetzt kommen wir jetzt ein bisschen zu Kuriositäten. Cyberattacke. Etliche Schulen im Landkreis München betroffen. Hacker fordern Lösegeld. Ja, da hat also ich kenne das Ding, also nicht persönlich, aber mein Vater hatte das Ding mal in der Firma. Da hat eine Sekretärin von ihnen leider mal auf eine Datei geklickt bei einer E-Mail. Da war sie ein bisschen unsachgemäß damit umgegangen. Und ruckzuck war ein Trojaner da drauf und hat hinter allen Dateien eine Verschlüsselung runtergepackt. Ja, sowas ähnliches ist da auch passiert. Ja, natürlich Cyberangriffe, Hacker und sowas. Nee, da war jemand nicht oder hat da ein bisschen fatal gehandelt oder es wurde ein Fehler gemacht und da wurde so ein Trojaner aufgemacht, wo alles infiziert worden ist. Ja, kommen dann nicht mehr auf die Schuldaten oder auf die ganzen Schulunterlagen von den Familien und sowas und die wollen halt ein bisschen Geld. Ja, sollen ins Darknet eine Summe X irgendwie bezahlen und dann wird das wieder freigeschaltet. Genauso war es bei meinem Vater damals auch. Sehr schön. Britischer Premier ist reicher als König Charles. Tja, der neue Premierminister, so wie ich das so alle sehe und so, hat ein bisschen mehr Geld. Ich sag mal, ein Mann aus dem Volk, auf jeden Fall. Da läuft das dann auch wieder in eine Richtung. Es ist immer das Gleiche. Also von daher könnt ihr euch auch gerne mal durchlesen. Haben ein super Luxusleben, die beiden. Und seine Frau da ist auch irgendwie ganz vorne mit dabei. Und Tochterunternehmen von riesen Tech-Milliardär-Unternehmen, wie auch immer. Milliardenschwer. Wie gesagt, ein Mann aus dem Volk. Da ist er mit seiner Göttergattin. Ja, indische Wurzeln. Ja gut, das ist ja nicht wild. Um Gottes Willen. Hier haben wir das nächste Ding. Ludwigshafen. Hackerangriff legt Verwaltung in Rheinland-Pfalz lahm. Oder Rhein-Pfalz Kreislarm. Ja, da haben die auch ein bisschen was da zu tun. Die arbeiten wieder mit einem Stift und einem Zettel. Ja, kann man nicht hacken, das, ne? Ist ganz einfach. Da sind die auch ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Vermehrt sich irgendwie im Moment auch gerade ganz schön das Ganze. Auch abgefahren. Ja, hier haben wir ihn hier nochmal. Ja. Genau. Ist noch tiefer in der Hafendeals verstrickt als gilt. Dacht, ja, das geht da immer noch um den Hafenbau oder Hafenkauf, dieses kleine Stück da, was sie da unbedingt kaufen wollen. Die Chinesen
Und da ist Scholzi auf jeden Fall ein bisschen mit in, involviert in der ganzen Geschichte, weil der kennt ja die Leute. Er war ja damals Hamburger Bürgermeister und von daher, ja, er kennt sie alle da. Und da fließt bestimmt auch noch mal ein bisschen ein paar Penunsen hin und her. Will man bestimmt, ja, Frosch im Hals schon wieder. Ja, und er hat mal wie immer oder wie gewohnt seine Finger mit ins Spiel. Nee. Tja. Ja, Deal steht, China da dürfen Anteile am Hafenterminal in Hamburg kaufen. Obwohl geheime Risikoanalysen davor gewarnt hat, China dürfe Anteile am Hafenterminal in Hamburg kaufen. Ja, die finden das irgendwie alle nicht so toll. Und ja, Scholz hat wahrscheinlich ein bisschen nachgeholfen, dass der Deal steht. Ja, so werden Geschäfte gemacht. Sehr schön. Und hier noch belastet die Panik am Anleihenmarkt den Goldpreis. Da in dem Bericht steht das super schön erklärt, wie das denn alles mit den Aktien und Anleihen und sowas da zu tun hat und warum das alles nicht so toll aussieht. Es ist super verständlich erklärt worden. Also auch als Laie kann man das wirklich gut verstehen, wie dieses ganze System funktioniert und so weiter. Da steht auch drin, dass die Fed, also die amerikanische Nationalbank da, ihren Leitzins demnächst auf über 4 Prozentpunkte nach oben setzen möchte. Das ist auch schon eine ganz schöne harte Nummer, weil dadurch wird das definitiv nicht besser. Wie gesagt, wenn man es ein bisschen verstehen möchte, das Ganze, lest es euch durch. Nur zu empfehlen, fand ich sehr, sehr gut. Wie gesagt, hier unten sind alle Links oder da oben sind sie schon drinnen. Viel Spaß beim Lesen. So, Ukraine wünscht sich von Deutschland 500 Milliarden Dollar pro Monat. Och nee, nee, lass mal. Nee, bin da nicht so für, wir sind nicht so. Ja, sehr schön, kann man ja mal einen Wunsch äußern, dass man noch mal ein bisschen Geld bekommt. Kann man ja mal drum bitten, oder so, Fragen kostet ja nichts. Also von daher, haut raus, die Knicken. Ukraine fehlen offenbar Soldaten. Militär kündigt Mobilisierung an. Alle unter 60 an die Front. Ja, da haben die auch irgendwie ein Problem. Vom Merkur das Ganze. Dauert irgendwie alles ein bisschen zu lang. Aber warum? Wenn die jetzt zu wenig Soldaten haben, was ist denn mit den vorigen Soldaten passiert? Stellt sich jetzt nur mal so eine Frage. Sind die zu Russland übergelaufen oder haben sich ergeben oder sind sie gefallen oder wenn, dann ruhen sie in Frieden bitte. Ja, was ist mit denen passiert? Fragen über Fragen. Stell das ja nur mal so im Raum. Also, da drüber gibt's ja jetzt, ich setze das morgen nochmal mit rein. Kriegsverherrlichung in irgendeiner Art und Weise ist in Deutschland nicht mehr gestattet. Haben Sie mal kurz ein Gesetz beschlossen? Gibt es eigentlich schon länger? Die EU hat aber aufgefordert, dieses Gesetz mal ein bisschen auszuweiten, weil wir in Deutschland das so ein bisschen zu leisure genommen haben. Also wenn die Regierung irgendwas sagt, dass das so gewesen ist, dann ist das so gewesen und du darfst es nicht widersprechen. Auch wenn du sagst, es ist deine persönliche Meinung, gilt nicht mehr, weil da kannst du tatsächlich auch unter Freiheitsstrafe wird das Ganze belangt, also noch nicht mal mehr knicken, dass du das da abdrücken kannst oder Sozialstunden. Nein, es wird gleich mit Freiheitsstrafe geahndet. Ist da tatsächlich durch, setze ich morgen auf jeden Fall mit in die Sendung. Fand ich sehr abgefahren, wo ich das eben gelesen habe. Also,
Es ist alles richtig, was unsere Regierung in der Hinsicht sagt. Es war wirklich mal was zum Lachen. Ja, das ist echt komisch gewesen. Und die eigene Meinung zählt da nicht mehr. Das ist vollkommen egal, weil das ist ja Schwupplerei und man verleugnet das ja in dem Moment und das ist in Deutschland nicht mehr gestattet. Wie gesagt, setze ich morgen gerne ran. So, Sorgen vor Blackout. Sicherheit und Ordnung könnte zusammenbrechen. Echt, wenn nichts mehr funktioniert, dann sind die meisten nicht darauf vorbereitet. Wenn sie keinen Strom mehr haben, Zettel und Blatt Papier, altes Funkgerät funktioniert dann auch immer super. Das Auto, digitale Technik ist da eher dann fehl am Platz. Aber schön, dass wir immer alles schön digitalisiert haben wollen, ne? Nur mal so ein kleiner Anreiz von mir. Ich habe mir tatsächlich so ein altes CB-Funkgerät wieder gekauft. Schöne Antenne, schön aus den 90er Jahren. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Geile Technik, funktioniert. Ne? Also von daher, mir ist es egal. Nur mal dann so, in der Zeit, wo wir einen Blackout haben. Nachrichten kann ich dann nicht produzieren, weil funktioniert ja auch nichts. Nur mal so, nebenbei. Ja, da funktionierte das mit der tollen Technik auch nicht so wirklich. Megastörung bei WhatsApp. Was haben wir hier? Hamburg, München, Berlin, Köln, Bremen, Leipzig und Frankfurt am Main hatten so leichte Störungen mit WhatsApp gestern angeblich. Ich persönlich habe nichts davon genutzt, bemerkt. Weil ich bin auch nicht so wirklich mehr auf WhatsApp. Ja, ich hab's noch, aber ich bin dann doch eher mehr auf Telegram unterwegs. Das ist irgendwie eher so, weil das funktioniert. Das ist nämlich Russentechnik. Funktioniert super. So, erneut Demonstration in ostdeutschen Städten. Ja, hier sprechen wir von 7600. Ich habe da irgendwie andere Zahlen, definitiv, weil von 20 Städten habt ihr mal wieder schön die Zahlen ein bisschen korrigiert, wie ihr sie haben wollt, liebe Tagesschau, weil es waren ein paar mehr. Ne? Nur mal so als Anreiz. Ja, hier, Gaspreis stürzt unter 10 Cent je Kilowattstunde. Ist die Krise vorbei? Schön wär's. Und von daher schauen wir mal, ob wir die Preise denn auch bei uns bekommen oder ob sich irgendwelche große Unternehmen da jetzt noch die Taschen vollstopfen. Lassen wir uns mal überraschen. Was haben wir hier? Hafenbeteiligung. In Duisburg wächst die Nervosität. Ja, da wollen die Chinesen, das gleiche Unternehmen, in Duisburg auch irgendwie ihre Pfoten mit ins Spiel haben. Geht über wegen der neuen Seidenstraße. Das hat damit was zu tun. Das soll nicht der Endpunkt sein. Und da wollen sie auch 30% mit investieren. Und ja, ist soweit irgendwie schon fast in trockenen Tüchern, so wie ich das aus diesem Bericht draus lese. Auch abgefahren. Und dann mit Hamburg das ganze Ding zusammen. Ja, es ist sowieso ein, Duisburg ist der größte Binnenhafen oder einer der größten, so wie ich das hier draus lese, Europas sogar tatsächlich. Und die wollen da auch noch mal ein bisschen investieren. Ja, und dann mit Hamburg zusammen, wahrscheinlich über die Elbe, tippe ich mal. Und ab dafür geht los. Reger, Container, Frachter, Betrieb und von daher alles richtig gemacht. Nee, sehe ich auch ein bisschen kritisch, aber das ist meine persönliche Meinung. Ne? So, was haben wir? Dienstag? Genau. Haben wir damit auch abgearbeitet? Wie gesagt, lest es auch durch, wenn es euch interessiert. Links, ne? Ich weiß, ich wiederhole mich, aber auch hier unter. Ich packe es euch ja alle hin. Könnt ihr es gerne nochmal nachlesen. So, damit war es die Dienstagssendung. Ich wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Ich habe nachher noch einen schönen Spaziergang, freue ich mich auch schon drauf. Und von daher, bis morgen, habt euch wohl,
Macht Schmucke. Bis dann. Ciao, ciao. Auch bei uns hier in meinem afrikanischen Staat. Haben Sie schon irgendwann mal eine Fresse bekommen? Und wir werden weiter daran arbeiten, dass niemand allein auf sich gestellt bleibt. Für Blödheit, wie Sie da drin, ist schon einmal grenzenswert. Cannabis reicht ja nicht. Sondern da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth. Über 50% der Politiker schwer Geisteskränze. Sie sind schwer narzisstisch. Dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt. Wir sollten Europa nicht den Laien überlassen. Egal, was das Szenario zum Schluss sein wird, wir werden diesmal sehr gut vorbereitet. Karl Lauterbach hat Medizin studiert, aber er ist kein Arzt.